Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Der neue Monat hat angefangen, das bedeutet, es ist wieder Aufgebrauchzeit. Ich darf euch jetzt also zeigen, was ich im Monat Juni alles benutzt und aufgebraucht habe und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So, ihr Lieben, ich splitte euch das Ganze wieder auf zwei Videos, so wie jedes Mal. Kennt ihr ja schon von mir, weil es kommt ja dann doch über den Monat immer ein bisschen was zusammen. Ja, klar, Sachen wiederholen sich und so weiter, das ist mir durchaus bewusst. Aber gut, ich zeige euch jetzt einfach trotzdem, was ich so alles benutzt habe. Wir fangen mal ganz geschmeidig an mit Augenpads. So, ich habe vom Action die Rainbow Hydrogel Under Eye Masks benutzt zum Hydratisieren und Beruhigen des Unteraugenbereichs. So sehen diese Stückchen aus. Ich habe zweimal diese benutzt und ich muss sagen, ich fand die absolut in Ordnung. Sie saßen ganz gut, sie sind ein bisschen gerutscht, ein bisschen, aber nicht arg. Also kein Schäbensrutschen, sondern alles im grünen Bereich. Genau, ja, wenn ich die nochmal kriege, dann freue ich mich drüber und benutze die sehr gerne. Sie haben schön Feuchtigkeit gespendet und ja, beruhigend unter den Augen. Das konnte ich jetzt nicht feststellen, aber mein Augenbereich war auch nicht gestresst. Von daher kann ich dazu jetzt keine Aussage treffen. Auf jeden Fall haben sie schön durchfeuchtet. Es war genug Produkt dran und sie saßen ganz gut. Ja, würde ich wieder verwenden, wenn ich sie nochmal bekomme. So, es geht weiter. Es ist, ja, ich habe Haarprodukte aufgebraucht und zwar mein Klassiker, mein Head and Shoulders Citrus Fresh ist mal wieder leer gegangen. Stell scharf. Jetzt ist er. Genau, das habt ihr ja schon öfters bei mir gesehen. Bis zu 100% Schuppenschutz, klinisch getestet. Ich kann das bestätigen. Ich neige zu Schuppen immer mal wieder, habe ich euch ja auch schon mal erklärt. Und zwischendurch muss ich dann immer wieder Head & Shoulders benutzen und ich finde es ein gutes Shampoo. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Ich habe jetzt zwar gerade so ein dermaßen volles Backup, was Shampoo und Spülung angeht, dass ich das noch ein bisschen rauszögern werde und gucke, wie ich mit meinen anderen Produkten so hinkomme. Aber wenn ich wieder einen Anfall von Schuppen bekommen sollte, dann renne ich los und kaufe mir das. Weil ja, das ist zwar nicht ganz billig, aber es funktioniert dafür halt auch wirklich einwandfrei. Dann habe ich noch was für die Haare aufgebraucht und zwar aus einer meiner eBay Beauty Boxen war das, glaube ich, von Santé Naturkosmetik. Die Glanzspülung mit Bio, Birkenblatt und Provitamin B5. Silikonfrei, vegan, Bio, Eco Control für ein natürliches Haargefühl. Die war gut. Ja, ich habe jetzt zwar nicht das passende Shampoo dazu gehabt, sondern ich habe dazu benutzt von Terre de Mars die Nummer 19. Und das hat in Kombination sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Der Geruch ist in Ordnung. Es riecht natürlich nicht nach Friseur, das ist ja auch klar. Das ist ja auch Naturkosmetik. Es hat für mich aber einen leichten Touch nach Kokoswasser gehabt, obwohl da gar kein Kokos drin ist. Es war auf jeden Fall nicht unangenehm. Und ja, die Haare waren schön weich und haben sich gut kämmen lassen. Also es hat das getan, was eine Spülung tun sollte. Von daher kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Also dafür, dass es Naturkosmetik ist, da bin ich immer besonders kritisch. Fragt mich nicht warum. Aber dafür, dass es Naturkosmetik ist, fand ich es sehr, sehr gut. Ja, wenn ich es nochmal kriege, würde ich es auch benutzen. Kaufen würde ich es mir jetzt aber vielleicht nicht unbedingt. Ja, ich mag dann doch schon eher so die Kombinationsgeschichten. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch ein Shampoo dazu? Ich habe keine Ahnung. Mit Santé kenne ich mich überhaupt nicht aus. So, mit was machen wir denn weiter? Meine Tochter hat ihr Bübchen-Kuschelbad, das Miau, die Miau Edition aufgebraucht. Pinkes Wasser, toller Schaum. Super cool, wie immer. Wir müssen dringend nachkaufen gehen. Ich habe keine Bübchen-Schaumbäder mehr. Wie konnte das passieren? Mein Vorrat ist immer so groß und jetzt habe ich keine mehr. Amelie ist immer schon ganz enttäuscht, wenn es in die Badewanne geht und es ist kein Bübchenschaumbad da. Ich muss dringend beim DM rein und welches holen. Ich habe nur Angst, weil ich kenne mich. Wenn ich beim DM drin bin, kaufe ich andere Sachen. Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr kennt es bestimmt auch. So, wir machen mal weiter mit dem Thema Gesichtsreinigung. Wie ihr wisst, ich bin pickelgeplagt. Momentan geht's, muss ich sagen. Ich habe heute keine Foundation drauf und dafür sieht es eigentlich in Ordnung aus, finde ich. Aber in der Zeit, wo ich so richtig schlimm hier diesen Akneausbruch hatte, war ich dann auch mal in der Apotheke
und habe mich über La Roche-Posay informiert, die ja auch mit ihrer Effaclar-Reihe so eine Hautreinigungsreihe haben, gerade für pickelgeplagte Häutchen wie ich. Und ja, da habe ich mir mal ein Pröbchen mitgenommen von dem, was ist denn das? Von dem Purifying Foaming Gel für ölige, sensitive, also sensible Haut. Ja, das, so sah das aus. Und ich wollte erstmal testen, ob ich es vertrage. Und ich habe es gut vertragen. Und es war angenehm. Es hat nichts gebrannt und nichts gespannt. Also soweit kann ich das positiv bewerten, das Produkt. Ich benutze ja mittlerweile meine Reinigungsroutine von Jepoda. Deswegen fällt das Effaclar erstmal weg. Weil solange meine Haut so gut aussieht, wie sie es jetzt tut, bin ich sehr zufrieden. Und solange das so bleibt, werde ich auch weiterhin Jepoda benutzen, weil meine Haut mag das sehr. Das heißt, wenn irgendwann mal wieder Not am Mann ist, dann werde ich überlegen, ob ich das vielleicht mal in groß kaufe. Aber momentan, wie gesagt, eher nicht. Aber ich kann nichts Negatives feststellen. Klar, das waren jetzt 15 Milliliter, das waren zwei großzügige Benutzungen, da kann man noch nicht so viel sagen. Aber immerhin habe ich es vertragen und habe nicht noch mehr Pickel davon bekommen. So, wir machen mit einem Parfüm weiter. Ich hatte bei irgendeiner Douglas-Bestellung oder so, hatte ich das CK1 mit drin, in so einem kleinen Mini-Sprüherle. Was ist das? 1,2 Milliliter. So. Hier. Genau, CK1. Kommt ja gerade irgendwie wieder groß raus, habe ich das Gefühl. Es hat jetzt 20 Jahre lang kein Hahn danach gekräht. Und auf einmal ist es gefühlt wieder überall sichtbar. Geht es nur mir so? Bilde ich mir das ein oder ist euch das auch aufgefallen? Jetzt müsst ihr mir verraten. Wenn ihr so ungefähr mein Alter habt, dann habt ihr bestimmt früher auch CK1 benutzt. Oder, so wie ich, CKB. Also ich war immer Fan von CKB und habe immer das Schwarze gehabt und nicht das Normale. Nichtsdestotrotz finde ich den Duft sehr angenehm, er ist schön leicht. Und es ist ja so, ja, das ist halt so ein, es ist ein alter Duft, dadurch, der ist ja schon seit 1000 Jahren existent. Und weckt irgendwie Kindheitserinnerungen bei mir oder Jugenderinnerungen. Aber wie gesagt, ich habe halt immer CKB benutzt. Meine Schwester war Typ CK1 und ich war Typ CKB. Schreibt mir in die Kommentare, für was ihr euch entschieden habt, als ihr jung wart. Wir haben ein Flop-Produkt, ein aussortiert. Ja, hatte ich schon eine Weile nicht mehr wirklich so richtige Flop-Produkte. Leider zählt von Balea das Rasieröl für mich zu einem Flop-Produkt. Wie man sehen kann, ich habe dem Produkt wirklich eine Chance gegeben. Weil eine nette Zuschauerin hat mir empfohlen, mal Rasieröl auszuprobieren. Dann dachte ich mir, okay, mache ich mal. Nachdem dann mein Rasiergel leer war, bin ich losgetigert und habe mir das Öl geholt. Und vom Duft her und so finde ich das voll angenehm. Soll für eine besonders sanfte Rasur sein mit 5-fach Pflegeölkomplex für empfindliche Haut. Und das Problem ist, ich habe davon so heftig Ausschlag bekommen nach dem Rasieren. Meine Beine haben gebrannt wie Feuer. Und überall, jede Pore war rot und entzündet. Und das ist nicht das, was ich mir wünsche nach dem Rasieren. Und ja, meine Klinge war scharf. Ich habe die dann extra gewechselt gehabt, als ich das ausprobiert habe zum ersten Mal. Ich habe es auf trockener Haut probiert. Ich habe es auf nasser Haut probiert. Also, weil hier steht nicht drauf, wie man es anwendet. Hier steht nur, wenige Tropfen je nach Bedarf auf die Handflächen geben und in die Haut einmassieren. Kurz einwirken lassen, dann rasieren. Da steht nicht, ob nass oder trocken. Deswegen habe ich beides probiert und beide Male habe ich es nicht vertragen. Ja, und wenn dann die Beine brennen wie Feuer, also noch schlimmer, wie wenn man sich frisch rasiert mit Salz gepielt hat, noch schlimmer hat es gebrannt, dann ist es natürlich suboptimal. Und ich habe dem jetzt genug Chance gegeben. Ich habe es 5, 6 Mal ausprobiert. Jedes Mal das Gleiche und deswegen fliegt es jetzt einfach raus. Es ist nichts für mich. Ich bin wieder zurückgegangen zu meinem Rasiergel. Ganz klassisch. Es geht weiter mit Haare. Genau, ich hatte noch eine Maske, eine Haarmaske übrig vom Action und zwar die We Stick Together. Und zwar die We Stick Together Avocado und Kaktus Haarmaske. Ohne Müll drin, konnte man dreimal benutzen mit diesem süßen Packaging. Total schnuffig die zwei, die Avocado und der Kaktus. Was sollte die denn machen? Deep Conditioning sollte die sein, also tief nährend sozusagen. Und die war echt gut. Die hat auf dreimal wunderbar gereicht für meine Haarlänge.
Und ich habe ja auch wirklich dickes Haar und ich benutze wirklich, wenn ich Maske benutze, wirklich ausreichend. Und ich fand die toll. Die würde ich mir jederzeit wieder kaufen beim Action. Kann ich sehr weiterempfehlen. Ich hatte ja noch die andere, die mit I Love to Mango oder wie die hieß, die Orangene mit Mango drin, die war auch gut. Also die kann man beide sehr empfehlen. Das Einzige, was ich halt verbesserungsfähig finde, ist die Verpackung, weil ich hasse es, wenn ich aufgerissene Sachets an der Badewanne rumstehen habe. Ja, dann fliegen die um und da, oder es läuft Wasser rein beim Baden oder Duschen und irgendwie ist das halt nicht optimal. Da wäre es besser, sie würden einfach einen Tiegel machen, den man zuschrauben kann. Aber ansonsten das Produkt an sich finde ich gut. So. Wir haben noch eine Haarmaske. Dann ist Thema Haare aber auch durch. Ich habe von Jean und Len ohne Gedöns die Rebuild Haarkur für stark strapaziertes Haar mit Datteln und Vanille ausprobiert. Aufbauend und vegan. So. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das Sachet mit 20 Milliliter für zweimal reicht, aber keine Chance. Ich habe es komplett auf einmal aufbrauchen müssen. Aber die war auch ebenfalls gut. Wie bei Haarkuren, ich bin da echt super unkompliziert, beziehungsweise meine Haare, die lieben einfach alles. Ja. Ja, was steht denn hier? Dattelextrakt für stark strapazierte und trockene Haare. Ich kräftige und pflege sie intensiv, sodass Haarbruch keine Chance hat. Und sich dein Haar wieder geschmeidig weich anfühlt. Ja, gut, das mit dem Haarbruch weiß ich natürlich nicht, aber es war geschmeidig weich und sehr schön gepflegt. Also, ja, auch kann man auch machen. Definitiv ist auch eine gute Haarmaske. Ich habe was Dekoratives aufgebraucht und ich bin traurig. Und zwar habe ich meinen Suit of Armor Setting Powder von Tease aufgebraucht. Das war mein allererster loser Puder. Und da ich ja noch keinen Vergleich hatte, ich fand den klasse. Und den, wenn ich den nochmal kriege, freue ich mich immens drüber. Der hat eine ganz tolle Farbe gehabt und der hat nicht geweißelt. Der hat nicht zu tot mattiert. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ich habe den einfach mega gern benutzt und der war echt gut. Ein richtig gutes Setting Powder. Momentan benutze ich jetzt das Banana Powder von Bella Pierre. Das finde ich auch in Ordnung. Von der Farbe her finde ich das hier aber besser. Weil das Banana Powder ist doch sehr gelb und das hier ist einfach ein, war ein dezenter, hautfarbener, ja, wie nennt man das? Permutton eigentlich schon. Und hat, denke ich mal, auf jede Hautfarbe gut gepasst. Da bin ich traurig, dass der leer ist. Das finde ich schade. So, wir machen weiter. Ich habe von La Cura Spa, also vom Aldi Süd, das schäumende Duschgel Freshness aufgebraucht. Das sind diese Dupes zu den Rituals-Duschschäumen oder Duschgel-zu-Schaum-Dingern. Ihr wisst, was ich meine. Und das hier war mit Eukalyptus und Minze. Und so scheiße, wie das Rosane ist, so gut finde ich dann auch wieder das Blaue. Also Blau und Rot, definitive Kaufempfehlung von meiner Seite aus. Ganz toller erfrischender Duft. Und es hat auch so einen leicht kühlenden Effekt auf der Haut gehabt durch die Minze. Ich denke mal durch die Minze. Oder durch das Eukalyptus. Ist egal, auf jeden Fall hat sich leicht kühlend angefühlt. Der Schaum war butterweich und ja, der Duft ist super schön. Riecht nicht zu sehr nach, weder nach Eukalyptus noch nach Minze. Also es riecht nicht wie ein Kaugummi, weil da hatte ich auch ein bisschen Sorge, dass das nachher riecht wie Wrigley's Spearmint oder so. Aber gar nicht. Es riecht sehr angenehm. Und ich würde sagen, dass ich es runtergeschmissen habe. Da ist es wieder. Ich würde sagen, jetzt ist mein Computer angegangen, dass es ein Unisex-Duft ist. Ich hoffe, der rauscht jetzt nicht zu laut. Also das könnten auch die Männer benutzen, oder? Was meint ihr? Kennt ihr den? Die Leute, die Aldi Süd haben? Habt ihr das auch schon mal ausprobiert? Was sagt ihr zu diesem schönen Duschschaum? Schreibt es mir in die Kommentare. So, mal meinen Müll hier überall verteilen. Jetzt haben wir noch zwei Produkte. So, ich habe von NYX das Very Rose Micellenwasser 3 in 1 aufgebraucht. Und es war toll. Scharfstellen? Scharfstellen. Hier, da sind wir. Wir hatten hier 100 Milliliter, oder? Ja, genau. Und das sollte Make-up entfernen, reinigen und die Haut weich machen. Mit Rosenwasser und dem Skin Respect Komplex, also einem hautrespektierenden Komplex, was auch immer das ist. Mit NYX hatte ich ja bisher nicht so gute Erfahrungen, deswegen war ich anfangs etwas skeptisch und auch ein bisschen kritisch, was dieses Micellenwasser angeht.
Da hatte ich halt dieses, von NYX hatte ich dieses komische Reve de Miel, hieß es glaube ich, dieses Reinigungsgel fürs Gesicht und habe ich ja überhaupt nicht vertragen. Und ich fand aber den, dieses Micellenwasser echt gut. Ich habe damit zwar kein Make-up entfernt, weil ich habe dafür meine anderen Reinigungsprodukte, aber ich habe es dann quasi, ich habe es morgens, nachdem ich mein Gesicht von, also mit warmem Wasser von meiner Nachtcreme befreit habe, bin ich mit einem Wattepad dann mit diesem Micellenwasser drüber gegangen. Und das hat wunderbar belebt am Morgen. Es hat gut gerochen. Ich habe es sehr gut vertragen. Und also, ja, man hat sich morgens frisch und gereinigt angefühlt. Abends benutze ich ja mein Yepoda-Spray fürs Gesicht meistens. Deswegen abends benutze ich eher selten Micellenwasser oder Toner, sondern eigentlich eher morgens. Und das hat wunderbar geklappt. Also wenn ich das nochmal kriege, freue ich mich auch. Und ich freue mich jetzt aber auch schon auf die nächsten Toner zum Ausprobieren. Ich habe ja jetzt ein paar im Backup. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt von Schäbens. Den Hydro Skin Booster. Den kriegt man ja immer mal wieder in diversen Beautyboxen. Und ja, ich habe zwar keine Ahnung, ob was da jetzt drin ist. Ich meine Hydro, da denke ich dann an Hyaluronsäure. Aber ich weiß es definitiv nicht mehr, was da drin ist. Aber ich mag das. Und es spendet viel Feuchtigkeit. Also ich habe eins, ich hatte das doppelt. Ich habe eins selbst benutzt und eins habe ich meinem Mann gegeben. Der benutzt es auch sehr gern. Das Einzige, was ich bemängeln würde, wenn ich meckern müsste, wäre, dass es ein Ticken zu flüssig ist. Aber ich mag den Pumpspender. Und irgendwie, ich find das Packaging süß. Das sieht aus wie so ein kleiner Torpedo. Ja, das ist so richtig, richtig klein und schnuffig. Und ja, klar, es ist Plastik, ist nicht unbedingt sehr nachhaltig, aber es sieht halt aus wie ein kleiner, wie ein Tampon oder ein Zäpfchen. Also ich weiß auch nicht, irgendwie kriege ich hier niedliche Vibes. Ich weiß auch nicht, mir gefällt das Produkt, ich habe es gern benutzt und ja, es hat mir Feuchtigkeit gegeben. Also es hat das gemacht, was es denn sollte. Von daher, ich bin sehr zufrieden. Wie ihr seht, oder jetzt gesehen habt, ich bin eigentlich den Monat wieder sehr zufrieden mit meinen benutzten Produkten. Also ich kann immer gar nicht so viel meckern. Was ich gut finde, weil das heißt, die Produkte, die ich habe, funktionieren für mich relativ gut. Das macht mich natürlich zufrieden, weil ich ungerne fast volle Sachen rausschmeißen möchte. Man will die Sachen ja aufbrauchen, solange man sie halbwegs gut verträgt, selbst wenn die Wirkung vielleicht nicht so toll ist. Aber das mit dem Rasieröl geht wirklich gar nicht. Ihr hättet meine Haxen sehen sollen. Da wäre es besser gewesen, ich hätte meinen Pelz wachsen lassen. Das wäre weniger auffällig gewesen, wie diese knallroten, brennenden Haxen. Ja, das hat sich angefühlt, als hätte ich meine Beine in Säure getunkt. So stelle ich mir das vor. Deswegen, ja, ich bin froh, dass es nur ein Produkt gibt, das ich aussortiere diesen Monat und dass der Rest für mich absolut in Ordnung war. Es war nichts Bahnbrechendes, sagen wir es mal so. Nichts, was meine Welt erschüttert hätte, den Monat. Aber es war, beziehungsweise doch, eigentlich schon. Mein Puder. Der hat meine Grundfesten erschüttert. Also das war wirklich ein ganz toller Puder. Aber die anderen Sachen, die waren halt alles solide. Und solide ist besser als scheiße. Deswegen bin ich schon sehr zufrieden mit dem letzten Monat. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den Produkten sagt. Habt ihr Erfahrungen mit irgendwas davon gemacht? Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder ganz andere Erfahrungen? Kennt ihr was von den Produkten und habt es vielleicht überhaupt nicht vertragen? Da wäre ich natürlich neugierig. Wie gesagt, gebt mir gerne ein Feedback. Ich freue mich immer drüber. Und jetzt kann ich mein erstes Müllkistchen Gott sei Dank entsorgen. Und die nächsten Tage kommt dann wahrscheinlich direkt der zweite Teil von meinem Aufgebraucht. Mal gucken, wie ich das time im Juli und im August so generell, weil da steht ja bald Urlaub an und der Sommer ist da und man will so nicht so viel Zeit im Büro verbringen, wenn man mal ehrlich ist. Man will ja raus und an die Sonne und an die Luft und alles. Und deswegen gucke ich mal, wie ich das aufteile im Juli und im August mit den Videos, sodass ihr immer schön was zum Gucken habt, wenn ihr denn mögt. Ich würde mich freuen. Und ich aber nicht so dermaßen viel Stress habe. Ja, wir werden es sehen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.